Der Geist dieser Schule, der Geist ist die Haltung, die wir den Kindern gegenüber haben. Die Kinder stehen im Zentrum. Wir glauben, dass jeder ganz viel kann, dass jedes Kind besonders ist und individuell. Und wir versuchen, jedem Kind dazu zu verhelfen, seine besonderen Potenziale zum Leuchten zu bringen. Ja, wir brauchen in unserer Gesellschaft einen Paradigmenwechsel. Wir brauchen in der ganzen Welt einen Paradigmenwechsel. Wir können nach unserem Modell höher, schneller, weiter, Konkurrenz, nicht weiterleben. Und Schule ist sehr prägend, sehr wirksam. Schule verändert einen Menschen. Die Medien auch, die außerschulische Welt auch. Aber Kinder und Jugendliche verbringen eben sehr viel Zeit in Schule. Mindestens 10 Jahre, manche 13. Und Schulen haben einen offiziellen Lehrplan und einen heimlichen Lehrplan. Der heimliche Lehrplan ist das, was man eigentlich erlebt. Ja, wenn eine Schule sich demokratisch nennt, aber jede Stunde kommt ein Lehrer und sagt dir, was du zu tun und zu lassen hast, dann kann die sich eigentlich gar nicht demokratisch nennen. Denn der Geist ist dann, pass dich an, ja, tu, was dir gesagt wird. Und wir brauchen, um Veränderungsprozesse, den Paradigmenwechsel zu bewältigen und auch die großen Herausforderungen wie den Klimawandel, die Ressourcenverknappung zu bewältigen, brauchen wir kreative Geister. Also brauchen wir eigentlich Menschen, die sind wie Kinder. Die Kinder, die noch nicht die Schule durchlaufen haben, ne? Die staunen, die erfinden, die Dinge neu gestalten. Und dieses zu erhalten, das ist ganz, ganz wichtig. Und die Schule als Ort der Wissensvermittlung hat eigentlich ausgedient. Wissen kriegt man ja heute überall. In ein paar Jahren wird jeder mit seinem iPhone durch die Gegend laufen, wo alles abrufbar ist. Aber Schule ist der Ort, wo wir das Zusammenleben lernen müssen. Auch wenn die Kommunikation, die wird sich ja weiter digitalisieren. Und trotzdem dürfen wir nicht den menschlichen Kontakt und die Nähe und das verlieren, was uns zusammenhält. Und wo wir auch alle gemeinsam, glaube ich, im tiefsten Innern dieses Menschliche und unser Herz einfach haben. Und dafür brauchen wir die Schulen, sonst könnten wir die eigentlich auch abschaffen. Also das planmäßige Scheitern, das erleben wir ja in unseren PISA-Ergebnissen und das ist vorprogrammiert, weil wir zum einen Schulen gar nicht richtig wertschätzen. Wir haben skandalös niedrige Bildungsausgaben. Ich warte immer auf den Tag, an dem die Bundeswehr Kuchenstände machen muss, um sich den nächsten Panzer zu finanzieren. So eine Situation haben wir ja in Schulen. Ja, Schulen gehen betteln, Schulen sind nicht schön gestaltet. Schulen müssen ja die Labore der Zukunft eigentlich sein, wo Menschen auch wissen, sich wertgeschätzt fühlen. Die Lehrer und die Eltern und die Kinder, jeder. Also skandalös niedrige Bildungsausgaben. Dann haben wir dadurch, dass wir in Deutschland ja immer noch das selektive Schulsystem haben, also das mehrgliedrige Schulsystem, sind Lehrer gezwungen zu schauen, ob das Kind noch gut genug ist für das jeweilige System. Und das ist eine Haltung, die dieser Potenzialentfaltungsgeist und diesem völlig neuen Blick auf Kinder total entgegengesetzt ist. Und wir brauchen den Potenzialentfaltungsgeist sozusagen. Und, ist das das, was Sie mit Selektionsblick meinen? Ja, Selektionsblick. Und wir streichen die Fehler an, wir gucken auf die Defizite. Also viele Lehrer, die sind so sozialisiert, die haben die Schule durchlaufen, die Unis sind ja auch total verschult. Und die gucken, was kann das Kind nicht? Und jetzt ziehe ich so lange, bis es da besser ist. Statt zu gucken, wo sind die Stärken, dass die Menschen Erfolge haben und daran wachsen. Ja, und dieses Defizitorientierte haben wir eben. Das wird noch stark gefördert durch die zentralen Prüfungen. Wenn man guckt, ja, fällt er jetzt da durch oder nicht durch. Die Lehrer kriegen Angst, neuen Geist zu entwickeln, weil sie dann sagen, dann fehlt mir die Zeit, um für die Tests zu lernen. Das ist total eine eingeschränkte Bildungshaltung. Wir haben ganz viel Nachhilfe, also unsere Kinder würden die Schulen ja gar nicht bestehen ohne Nachhilfe.
Und es ist eben auch so, jeder hat Konkurrenz gegen den anderen. Wir haben gar nicht so eine Kultur, gemeinsam entwickeln wir etwas und so, nee, ich will besser sein. Und wir haben auch keine Leistungskultur. Ich möchte behaupten, dass in fast jeder Schule Kinder, die sich wirklich anstrengen, die Lust haben, die Besonderes leisten, einen Rippenstoß kriegen, willst du dich einschleimen, einscheißern, kleines Streberlein. Ich kenne sehr, sehr viele Kinder, sehr, sehr viele Klassen, wo dann diese Kinder sich überhaupt nicht mehr trauen, sich etwas ja, wirklich loszulegen. Ja, als erstes brauchen wir die eine Schule für alle, dass alle Kinder auf eine Schule gehen, dass sie nicht sitzen bleiben, dass sie gemeinsam lernen, dass individuelles Lernen, was ja sehr hochgehalten wird und auch von unserer Bundesregierung propagiert wird, wir brauchen individuelle Förderung. Ja, wie kann die aussehen? Das kann ja nur bedeuten, dass nicht jedes Kind zur gleichen Zeit das Gleiche in der gleichen Zeit machen muss. Ne, das passiert ja aber im normalen Klassenzimmer. Da läuft die Stunde für alle gleich ab. Also Kinder müssen in einem bestimmten Zeitrahmen eben entscheiden können, wann sie was machen, in welcher Zeit, wo sie mehr Zeit für brauchen, wo sie mehr Zeit für reingeben. Nicht nur der Lehrer soll Lehrer sein, sondern Kinder und Jugendliche können ganz viel voneinander lernen. Wenn ich einem etwas erkläre, lerne ich selber mehr, als wenn ich mir etwas vorerzählen lasse. Und ja, jeder kann das gesammelte Potenzial in einer Klasse, das ist weit mehr als das Wissen eines Lehrers. Warum muss man sagen, heute ist Thema der Hund? Ja? Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber früher hat man ja so ein Tier nach dem anderen durchgenommen. Man könnte auch sagen, ein Tier, was dich interessiert. Und die schleppen dir alles an, ja, alles ihr Spezialwissen und bringen das mit Begeisterung rüber. Wir hatten jetzt bei den, in 10 müssen die ja in Berlin alle sich ein Thema suchen und dann eine Präsentation, Präsentationsprüfung nennt sich das. Da haben zwei Schüler über Bienen recherchiert, sind Forscherfragen nachgegangen. Ein total toller Vortrag, könnte von einem Forscher sein. Ich habe super viel gelernt. Und wenn ich jetzt über Bienen etwas im Unterricht mache, dann hole ich mir die beiden Jungs. Also was mich sehr freut und auch ein bisschen erstaunt, wir werden gar nicht so als Konkurrenz gesehen oder ach ja, die, ja, sondern wir haben sehr viele neugierige Besucher von Berliner Schulen eben auch, deutschlandweit, aber auch von Berliner Schulen. Zum Teil kommen ganze Kollegien, um zu schauen, was wir hier eigentlich machen, weil sehr viel im Moment Kraft da ist, selber innovativ zu werden.